Hallo Freunde. Willkommen, willkommen, willkommen. Heute machen wir ein bisschen Deko und ich denke mal, dass wir hier vorne den Kram mal ein bisschen anpassen werden und ja, mal gucken, wie das Ganze laufen wird. So. Aber erstmal hier unten gucken. Okay, es gibt keine Verstopfung, das ist schon mal gut. Und hier? Okay, das sieht eigentlich entspannt aus. Das sieht auch entspannt aus. Okay. So, was ich aber checken wollte war, ich habe kein Slime und kein Gold. Und ich will mal den Builder testen. Den hier. Okay. Ups. So, zum Bilder wieder und jetzt mal hoffen. Also, FTP-Chance. Allied Fake Players. Gucken, was da als Vorschlag.
RF Tools Bilder, Doppelpunkt Bilder. So. Oh. RF Tools Bilder. Bilder. Ha! Das hat auch nicht geklappt. Thank you.
testen wir das einfach mal. Hier. Chest drauf. Breakwater's cancelled. Okay. So. Hä? Ist das nur bei mir? Hi! Ups. Moment. Ich habe ein Jetpack an. Ja, genau.
Irgendwie ist der broken. Bei mir zumindestens. Scheiße, ey. So, ich will mal eben was gucken. Und zwar bei den ATM-Updates, ob es da irgendwas... Ob die hier irgendwo den Mod geupdatet haben. Schade, bis jetzt noch nicht. Nein. So. Alter, ist das nervig, ey. Moin. Oh, moin. Ich habe mal eine Frage. Ja.
funktioniert bei dir der Bilder? Ja. Wieso? Absolut. Okay, ich krieg bei allen Bildern, egal wo ich den baue, außer einer Mining Dimension, Break Wars cancelled. Okay, nee, bei mir funktioniert der einwandfrei. Also gar keine Probleme mit gehabt. Ich habe den ganzen Keller jetzt schon verkleidet, gemacht und getan. Also Decken noch eingezogen und so. Dann noch für unten den Reaktorraum noch größer ausgehoben. Auch direkt mit verkleidet. Und deswegen, also da ist alles gut. Kannst du abbauen? Abbauen den Bilder, ja. Nee, nicht den Bilder abbauen, sondern... Obwohl... platziert den mal, mach den... Oder habe ich den wieder auf... Nee. Und bei Decock. Kannst du den abbauen? Dann schmeiß mir den mal wieder rüber. Ich will mal testen, ob das jetzt funktioniert. Nein, funktioniert nicht. Hast du im Rucksack. Ah. Hab ich nicht mehr. Nein, so. Funktioniert nicht. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Hört er mich überhaupt? Ja. Ja, ich denke. Nein, gibt's nicht. Funktioniert nicht. Okay, braucht doch der Drehjobs Gate 4. Okay, warte eben. Ja, ich teste mal weiter. Alles klar. Was testet der denn? So, vielleicht funktioniert das ja jetzt, wo René das Ganze mal platziert hat. So. So. Break was cancelled. Ist das irgendwas bei mir im Ordner? Gibt es hier... Open Folder. Komm, das testen wir jetzt einmal. Vielleicht ist es wirklich irgendwas Game-Technisches. Ich will einmal hier Open Folder. Und eben was Backup. So. Downloads? Nee. Also Schematics und Shader Packs. Dann Resource Packs. Mods. Sicher. So. Jetzt würde ich einfach mal die Config, Default Config, Kubernetes. Den Save. Locals. Lib. Crash Report. So.
reparieren. Das wird doch hinten und vorne nicht funktionieren. Da sind ja überhaupt keine Mods drin. Zwei Mods loaded. Ja, ist klar. Wieso kann ich das jetzt nicht reparieren? Ja, komm. Machen wir das und laden das gleich einmal noch runter. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich den Spaß gesaved habe. Schließen. Profil Options Use System RAM.
gucken, ob das jetzt funktioniert. Okay, Options, Resource Pack, dann. Mal sehen, ob das klappt. Ich bin sehr gespannt. Ja. Hat sehr gut geklappt. ich will nicht mehr. Sorry. So. Dann müssen wir gleich noch den Shader wieder reinitialisieren. Und dann hoffentlich klappt das alles. Okay, Options. Oh. Das wollte ich nicht. Master Volume. So. Video Set in Shader Pack. Okay. So. Add Server. Jay.
FK Vega und mit der IP-Adresse 127.0.0.1. Ups. So, mal echt gucken, ob das was gebracht hat. Ich bin absolut gespannt. Wahrscheinlich hat es nichts gebracht, weil irgendwie mein Profil auf dem Server zerschossen ist oder sowas. Ich stelle mich in die Ecke und bin traurig. Keybinds. Okay. FTP. Oh, Map Name Bone Claim Manager. Quest Ö. Mehr hatte ich, glaube ich, nicht. Ah, doch. A Voice. Und Jut. Und war das das? Nee. Settings. Options Controls, das war nämlich der falsche Voice Mod. Mute Microphone, war das das? Hallo. Oh, dann hier bin ich noch. Ah, hi. Hallo. So, alle meine Configs sind weg. Ah, okay. Warst du noch mal eben einstellen, sagst du? Ja, da bin ich gerade am gucken. So, Noise Suppression, so. Ja, ich habe anscheinend mein Profil zerstört. Aber okay. nur mit den Bildern. Das war's aber auch. Ich wollte gerade sagen, sonst musst du mal sagen, wo du es hinhaben möchtest und was du machen möchtest. Und dann probiere ich das mal eben bei dir aus.
und mach dir das eben. Vielleicht geht das dann ja. Kein Moment. Oder ob das an ein Grundstück liegt, so weißt du? Ach so, nee, ich kann noch nicht mal in offener Wildgeschichte bauen. Ah, okay. Ja, dann guck ich mal, sonst stell ich dir den eben ein. Und, ja, das können wir einmal ganz fix ausprobieren. Weil dann wissen wir, dass das nicht an dein Profil selber liegt quasi, ne? Ja. So, wo haben wir es denn? Wenn du erstmal irgendwas verstellt hast, ne? Das ist echt die Hölle. So. Ja, das glaube ich vorher, der Bilder, der ist schon übelst praktisch. Der nimmt einen sehr. Oh. Sorry, ich habe noch zu viel Geschwindigkeit. So. Wir können mal außerhalb von meinem Gebiet gehen. Hat's dich zerlegt? Nee, ich bin noch hier. Ah, okay. Oh, es kann sein, dass ich nur gerade einen Ping habe. Ah. Ah, okay. Also wir können das gerne hier hinten einmal ausprobieren. Hat's ihn doch zerlegt. Wie sieht denn aktuell der Crafter hier? Nicht der Crafter, sondern... Ach du Scheiße. Noch nicht ganz reingeladen ist er.
bin ich wieder. Oh, oh Gott. Hi. So, perfekt. Weiß gar nicht, habe ich Befugnis hier was zu öffnen oder so bei dir auf dem Grundstück? Ja, an sich schon, aber ich bin ja jetzt hier außerhalb meines Grundstückes, ne? Und wenn ich jetzt hier auf Start klicke, kommt, siehst du das? Break was cancelled? Ja, das sehe ich. So, warte mal. Jetzt start du das mal. Warte mal. Wo hast du denn ausgewählt? Hier. Zwei Pflanzen werden zerstört. Achso. Du musst einfach nur auf Start drücken oder da, wo jetzt gerade Stopp steht. Zwei Pflanzen, ich will das mal selber eben selekten. Hm? Zack. Zack. Das ist auch eine ganz andere Karte, als ich sehe ich gerade. Ja, die ist... Break was cancelled. Mal kurz. Erst mal eben eine andere Karte. Nö. Ist ja bescheuert. Und ich dachte erst, das liegt vielleicht am geclaimten Gebiet, ne? Aber ich habe alles, was im Internet steht, ausprobiert. Also Break was cancelled hatte ich auch einmal ganz kurz bei mir. Das lag aber daran, dass da eine Looting-Kiste im Weg war. Und dann habe ich die einmal abgebaut und dann hat er sofort weitergemacht. Ja, genau. Hatte ich auch. Warte mal. So. Könntest du einmal einen Builder bauen? Ja. Dann gehört der Builder ja dir. Ich glaube, du musst die neu nullen. Ah. Sollte vielleicht auch erst hier. Genau. Jetzt macht er ja gar nichts. Kannst du mal einen Schalter ransetzen? Achso, jetzt probier nochmal. Ja, hat funktioniert. Warte. Oh, 24 Dinge. Das liegt halt einfach wirklich an dir. Mobbing. Nutze aber auch eine ganz andere Shapecard als du, muss ich dazu sagen. Ich nutze die Clearing Query Shapecard tatsächlich. Du nutzt ja nur die Query Card. Ja, die nutze ich und dann gehe ich mit der Clearing Query rüber, weil dann erhältst du den Dirt davon und die einzelnen Rohstoffe und hast dann ein bisschen mehr Dirt zur Verfügung. Achso, ja, ich brauche Dirt nicht, daher einfach die Query. Ja, also dann würde ich sagen, übernehme ich diese Query. Gönn dir. Hast, ja eh, hast du ja eh bezahlt. Ja, aber das kannst du doch keinem erzählen. Anscheinend doch. Wenn du denn, wenn das Item dir gehört, dann will das wohl nicht haben. Ja. Das ist eindeutig Mobbing.
Nee, ich vermute, der ist jetzt in irgendeinem, die Bilder mit mir verknüpft sind in irgendeinem Pseudo-Zustand von wegen, irgendwo genau vor denen ist eine Loot-Chest und die will er nicht abbauen. Und weil der genau in dem Moment irgendwie wahrscheinlich der Server gecrashed ist oder sowas oder neu gestartet ist, denkt er das jetzt immer. Ja. Naja, aber so reicht er erstmal. Ich brauche eigentlich auch nur zum Bauen die Query, weil bauen kann ich, abbauen kann ich nicht. Komisch, aber wenn es jetzt ja funktioniert, dann ist ja gut. Ja, also wenn ich mehr brauche, würde ich nochmal auf dich zukommen, aber... Das ist... Aber apropos, was mir gerade noch einfällt, du hast ja auch viele Ressourcen, hast du Fluorid? Ehrlich? Ich glaube, ich habe davon ein bisschen was abgebaut, aber... Ich brauche eigentlich nur 4. Die 4 kannst du danach auch wieder haben. Achso. So ist es nicht. Ich will ja einen Setzling machen, damit ich da mehr von produzieren kann. Ja, dann kannst du ein paar mehr Setzlinge machen. Ich habe noch 2000 Stück davon, also ist nicht wild. Ah, nee, das meine ich tatsächlich nicht. Oh. Warte. Lo-U. Das ist so ein grünes Dings. Das, warte mal. Das ist aber auch ein Erz. Mal kurz gucken. Waren das nochmal? Fizzle, weil das brauche ich mich, um Fizzle Fuel herzustellen für meinen Mechanismenreaktor. Und zwar, genau, Fluorid, das ist von GregTech. Also Fluoride. Ah. Und du willst den Flawless Fluorid bauen, ne? Oder den... Ja, ich brauche das nur für die Dingens hier quasi, für die... Hydrogenproduktion. Ich muss mich Sulfur Exit mit Fluorid zu Hydrogenfluorid Exit machen. Ja. Der Solution Chamber. Und deswegen will ich dann Seed für herstellen, um dann quasi ganz viel davon zu haben. Ich brauche, wie gesagt, eigentlich nur 4 Stück. So, das ist, reicht ja für ein Setzling. Ich bin der Meinung, irgendwie kannst du das aus normalem Fluorid herstellen. Weil irgendwie ist das gebuggt und eigentlich sollte das Fluorid von Mechanism sein. Das funktioniert nicht richtig. Weil das ist ja mit GregTech hier und das, ja, da habe ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt mit den ganzen chemischen Zusammensetzungen da. Ja, warte mal eben. Oh. Guck dir einfach mal das Crusher-Rezept von dem Mechanism-Fluorid an. Oh. Das hast du mir eben gerade auch zugeschickt. Genau. Also anscheinend kannst du das crushen. Und dann kriegst du Fluorid-Dust. Und den... kannst du in einer Enrichment Chamber zu Fluorid umbauen. Ah, okay. Und dann kriegst du diese Kristalle, wo draus du wahrscheinlich dann den Seed basteln kannst. Ja, kannst du. Das wird Flu, ne? Nee, das wird genauso geschrieben. Das ist nur nicht im JEA drinne. Interessanterweise. Also das findest du nur, wenn du es mal, wenn du es im Inventar hast. Sonst gibt's das nicht im Anzeigemod. Oh mein Gott. Der leftet das Game und die Welt knallt. Alter Schwede. Lord Joshua, du hast den Tod verdient. Wow. Der hat ein Loch gesprengt.
So. Von René, okay. Dann können die hier einfach in. Den place ich mal vorsichtshalber hier. Hi. Hi. Hast du das Fluorid noch? Ja, hab ich noch. Konntest du dir das Crusher-Rezept noch angucken? Nee, gerade noch nicht. Ich muss das erstmal selber gerade gucken. Also ich würde einfach U auf das Fluorid machen und dann kriegst du die Rezepte angezeigt. Das Lustige daran ist, in meinen Too Many Items existiert das quasi gar nicht. Ja, genau. Das, was du mir gegeben hast. Das ist ein Bug, anscheinend. Aber daraus kannst du Fluoride Dust herstellen und aus dem Dust kannst du in der Enrichment Chamber das normale Fluoride von Gregtech herstellen. Ah, okay. Also ist so ein Umweg. Genau. Ja. Sollte also klappen. Ja, ich habe jetzt erst. Mal gucken, ob das vielleicht auch mit dem Fluorid wird. Weil das eigentlich ist das ja alles Mechanismus, was ich da mache. Also normalerweise müsste das ja gehen. Genau. Ist das nur der Bug vielleicht, der das. Oh Gott. Glatt verschluckt. Ja. Jetzt ist er schon wieder weg. So. Dann wollen wir doch eigentlich mal austesten. So, das war der Top Dome. So, nehmen wir die hier einfach nochmal mit. Und das hier war auch Dome Solid. Das hier ist Zylinder Solid. Jetzt erstmal seine Query. Drück mir die Daumen. Point.
Weiß ich nicht. So. Oh, er ist schon wieder geflogen. Was macht der denn? Der Ärmste. So. Dicker komm. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe mir den Crafter von, den Bilder von René klauen können. Okay, das klappt. Was für ein... Okay. Warum nimmt er denn den? Oh. Vielleicht weil es 96 ist? Ja, ich merke das schon. Also, irgendwie immer, wenn er mit mir in Gesprächen ist, zerhaut's ihm die Leitung oder so. Okay, ich glaube, wir müssen die ganzen Sachen hier neu setzen. Okay, wie sind die anderen? 0 und 11. 0, 0 und minus 11. Okay, 2 nach oben. Also 98. Oh, 94. Alter. Okay, das klappt. Okay, ist das wirklich 12 groß? Das einfach mal auf 90. Hat geklappt. Oh, aber es ist keine 12 hoch. Was ist das? 1, 2, 3, 4. Es ist nur 8 hoch. So?
Oh, ich muss in die andere Richtung. Eins, zwei, drei, vier. 91? Alter! Mittlerweile hört sich auch der Teleport ein bisschen crap an. Kacke. 92. Ich weiß nicht, wie hart ich euch damit auf den Sack gehe, ey. top. Okay, das hat geklappt. Oh Gott, ich bin so ein Idiot. Ha! Ah, darunter ist eine Leitung. Schade. Oh mein Gott. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was hier so nervig ist. Was ist das andere? Wäre ich durch die Gegend geschoben? Nein.
so. Wollt ihr mich schon rauskatapultieren? Nein. Ich wollte mal testen, was man so machen kann. Also. Naja, Internet heute ist schrecklich. Ich wollte gerade sagen, also 50-50 ist es das Internet. Oder die Voice Mod kann es echt nicht leiden, dass wir uns unterhalten. Da war gestern einfach zu viel. Und heute hat sie gesagt, okay. Ich kick einfach die Leute. Oh, vorgestern ist der Server gecrashed oder war das vor? Ja, keine Ahnung. Aber heute ist auch mein Internet auch nicht das Beste, muss ich dazu sagen. Ja. Für die ganzen Tage gestern saß ich eine Dreiviertelstunde ohne Internet. Oh mein Gott. Komplett, gar kein Netz, kein Nichts. Das geht gar nicht. Also, ich kann schon mal berichten. Der läuft jetzt unten ohne Probleme. Also, ja. Ja, vorgestern ist der Server gecrashed, genau, da durch Kelvin, der hat zu viel, der hat auf sein Schwert zu viel Stuff drauf, dass der zu schnell die Mobs gekillt hat und das hat der, hat der Server gar nicht gut gefunden. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Oh Mann. Ja, aber der Bilder, der arbeitet jetzt ohne Probleme und ja. Nochmal bitte, das kam gerade an wie ein Roboter bei mir. Keine Ahnung, ob du mich vernünftig hörst, aber ich habe dich eben kurz wie ein Roboter gehört. Also ich höre dich vernünftig. Ich habe meinen Ping gerade gehört. Dein Pisten da hinten, der hat gerade richtig Alarm gemacht. Oh Gott. Der hat gerade 1000 Schläge in der Sekunde. Alter, das hat man richtig gehört, wie er das wieder nachsynchronisiert, ey. Wie so ein Maschinengewehr, ey. Oh Gott. Also. Ah, jetzt höre ich dich wieder vernünftig. Ah, super. Der Bilder läuft ohne Probleme und ohne Mucken. Ja. Perfekt, das hört sich doch gut an. Ja, aber. Dass mein Name da Probleme verursacht, auch interessant. Irgendwie komisch, aber naja, gut, das will man machen. Ne? Muss man das Beste jetzt irgendwie draus machen. Vielleicht, wenn das Modpack aktualisiert wird, quasi einmal komplett mit Server-Aktualisierung und von uns quasi, das wird ja bis zum Wochenende noch gemacht, dann kann das vielleicht auch behoben sein, müssen wir mal gucken. Ja, ich gehe auch davon aus, weil da wird ja einmal, dadurch, dass alle Mods ausgetauscht werden, ich denke mal einmal die komplette Konfiguration überprüft und da werden dann wahrscheinlich solche Fehler einfach aussortiert. Genau, denke ich mal auch. Hoffen wir mal zumindest. Ja, ich hoffe es auch, aber so ist mir ja erstmal geholfen und ich kann da wenigstens mal ein bisschen weiterbauen. Genau, richtig, das ist ja die Hauptsache. Genau. Gut, dann will ich mich mal an die Fluorid-Produktion setzen. Ja, mach das. Wenn du mehr brauchst, musst du einfach Bescheid sagen. Alles klar. Gut, dann wünsche ich dir auch noch viel Erfolg und dann hören wir, gell? Genau, viel Erfolg und danke nochmal für die spontane Hilfe. Ach, gar kein Problem. Wenn du sonst was brauchst, immer Bescheid geben, ich helfe gern. Jo, mache ich. Dankeschön. Jo, tschüss. Ciao. Ah, das hat mir so den Arsch gerettet. So. Dann holen wir uns hier jetzt noch diese Honey Treatment Slimes. Ja, und der ist fertig. Oh. So, dann können wir Top Dome Solid. So. Bilder. Können wir den eigentlich auch schon anhauen? Treffe ich das Loch? Ja. Ah, hier. Ah, jetzt
kriegen wir eine richtig schöne Kuppeldecke. Endlich. Okay. Was wollte ich noch machen? Ah, ja. Und zwar brauchen wir ja auch noch die goldenen Bienen. Das hatte ich nämlich auch gerade gesehen, dass wir davon keine haben. Hier nochmal Trees 2. So, was jetzt? Diamant. Obsidian, Diamant. Okay. Müssen wir hiervon noch zwei Stück herstellen? Flower. Nee, Cage. Für die Ancient. Guten Abend. Ja, irgendwie sowas. Aber ja, ich habe erstmal Hilfe von René bekommen. Da bin ich heilfroh. Der hat mir ein Bilder gemacht. Anscheinend ist der Bilder, die ich besitze, die sind fehlerhaft. Und er hat mir dann einen gecraftet und der hat instant funktioniert. Also, richtig nice. Voll geil. So. Ja, dann können wir mal eben nach den Bienen gucken. Hey, so. So. Productive. Bauen wir hiervon noch 10? Nee, 8. So. So, und damit müsste jetzt eigentlich, ja. Ich hatte mal nachgeguckt wegen unseren Crashes von gestern. Der Update-Stand von der Version, worauf wir jetzt hier gerade spielen, von ATM9, ist nicht mehr ganz kompatibel damit. Also das kann sein, dass es dann, wenn dann zum Wochenende hin neue Updates produziert werden, dass wir dann wieder auch Okkultismus machen können. Genau. No. Okay. Was wollte ich jetzt genau? Slime. Gold. Cages.
Gold. Ender, Lapis, Gold. So. Pris. Brauchen wir normales Prismarin? Reading Eyes Any Flower? Dann will der nicht? Ja. Oder ein Fall für Carsten Stahl, unseren Mobbingbeauftragten. Das könnte auch gut sein. Nee, aber ich glaube, der ist Mobbingbeauftragter fürs Land oder so. Fürs Land Berlin, glaube ich. Irgendwie sowas war das. So. Er sagt zumindest, er ist der Beste. Au. Mein Popper ist... So. Okay. Building Gadget. Den nehmen wir. Und den tun wir erstmal weg. Dann nehmen wir... keine Kaktusse. Wer Cobblestone einfach. So. So, das wird unsere Baugrundlage. So, ich wollte nämlich jetzt mal gucken, wie ich den Turm am geschicktesten baue. Mit dem Innenleben. So, die Kanten müssen raus, weil da kommt Wasser rein.
Nehmen wir da. Was nehmen wir denn da am besten? Wall finde ich kacke. Ich würde es auch kacke finden mit den Frames. Kann ich. Bestehendes Slab? Gibt es sowas? Die man da einfach ansetzen kann? Anscheinend nicht. Das einzige wäre wirklich hier mit Frames irgendwie was und Frames hier und dann so. Obwohl, wenn ich Panel. Obwohl, wir könnten auch Trapdoors nehmen. Dann einfach Dark Oak. Und dann setzen wir die einfach so ran. Da ist das Wasser drin. Dann haben wir außenrum eine Verzierung. Hier hätten wir Laufwege. In Zweierbreite. Obwohl, wenn wir Dreierbreite nehmen. Wenn wir zum Beispiel sagen. Dankeschön, Josephine98. Willkommen im Chaos. So. Ich versuche gerade designtechnisch irgendwie was umzusetzen, was ich hier als Turm nehmen kann, was ich hier ransetzen kann. Aber da bin ich, habe ich noch nicht so recht die Idee. Aber da sammeln sich nach und nach Ideen.
Aber so ist erstmal so ein paar Sachen geplant. Und zwar will ich, dass der Innenbereich vom Turm ein Feld ist, was automatisch geerntet wird. Und das dann hier so hochstacken. Dann außen mit Wasser, den Lilypads of Fertility dran. Und ja, genau, irgendwie so. Dann auch Glowstone um drauf, eine Dim Chest und ein Pylon mit Sachen drin. So. A Cage. Diamant. Any item. Ah, er hat verbraucht. Oh Gott sei Dank. Okay. Slime Beast, Gold Beast und Ancient Beast laufen durch. Nice. Okay. Wie sieht der Craft da unten aus? Der Bilder meine ich, sorry. Alles zu. AWD. Ja, und jetzt ist hier fast alles zu. Oh, genau der Abschluss, den ich gesucht habe. Nice. Verschwindest du auch? Ja. Okay, wahrscheinlich ist gerade mein Concrete leer gegangen. Dust. 9000 Stück haben wir schon. Okay, da sind jetzt ungefähr über 24 Stunden 6000 dazugekommen. Das passt. Ja, das kann man schon mal machen. So, also, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Slime, wir brauchen Gold, 6 Stück, und wir brauchen, wie hießen sie noch, ja, Ancient Hunt, ja, okay. Falsch. Oh. Oh. 5. So. Also, dann fangen wir hier an. Das gibt jedes Mal eine Sim dazu. Hier setzen wir mal zwei Paare, wie heißen sie gleich noch, normale Bienen hin. Ja, das können wir machen, damit wir mehr Waben bekommen, weil davon haben wir reichlich wenig. So. Bee.
Bumblebee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wir kriegen halt 200% mehr Output, ne? Das ist natürlich auch nochmal was Interessantes für die Bienen hier. Von oben. So. So, damit das dann natürlich aussieht. Oh. Ich habe mich gerade schon gewundert, was stirbt denn hier gerade? So. Der sieht fresh aus, dann können wir den ja schon mal abbauen lassen. Wie viel fehlen uns denn dann noch? 2, 4. Okay. Fresh. Können wir auch nochmal vermehren. Sieben, eins, vier. Oh Gott, ich habe keine Blumen mehr. Okay, dann kommt wahrscheinlich als erstes die Slime-Bee. Damit ich schneller an die Waben rankomme, an die normalen. Weil auch wenn ich die modifizierten Bienen verändere, es kommt immer irgendwie ganz, ganz selten eine normale Wabe raus. Und die normalen Waben brauche ich für die ganzen Upgrades und Bauten und. Und damit machen wir dann einfach unser System voll. Hatte ich jetzt gedacht. So. Slime. Die heißen wahrscheinlich Slimy Bee, ne? Thank you.
Ja. Wenn schon, denn schon. Aber die Überlegung war auch, das wollte ich noch mit anderen Bienen ausprobieren. Die müssen nicht unbedingt irgendwas produzieren. Aber vielleicht hier links und rechts und links einen so einen Hyphen zu stellen. So eins. Randvoll mit Bienen. Und die dann einfach hier rumfliegen lassen. Irgendwie sowas. Siehst du? Jetzt fehlt mir hier schon wieder ein ganzer Haufen Honeycombs. Und 78? Wo befindet sich das dann? Ja. Ach, ich muss erstmal einfach mal eine Box auswählen, weil sonst sehe ich den Kram nicht. Wow, als ob ich das geplant habe. Nice. Dann setzen wir den noch um einen nach unten. War das richtig? Ja. Können wir hier einmal eben gucken, wie das aussieht. Als... Zylinder, genau, jetzt kommt's. Okay, machen wir noch ein schmaler, würde ich sagen. Oh. Okay, verdammt. So. Ja. Wieso will der nicht? So. Ah, irgendwie klappt das schon, vielleicht. Glaube ich. Okay. Nice. Okay, wir haben überall eine Lücke. Hier sind die ein bisschen größer, aber wir haben hier überall den einen Abstand. Und es sieht sogar gut aus. Okay. Also können wir jetzt auf äh,
96 umstellen. 96. Und dann ready or not. Müssen wir doch so machen. Okay, wir müssen dann einfach da, wo das vorguckt, einfach Concrete vorpflanzen. Oh, dann kannst du endlich den dritten Stern quetschen. Ah, okay. Nice. Aber das muss auch voll das Power-Upgrade dann geben, ne? Ah. Okay, also hast du das Viech noch nie irgendwie draußen rumlaufen lassen? Und dann kriegt das jetzt einfach Level durch das Entsaften oder wie? Ich muss mir, glaube ich, den Bild einfach hierher holen. Okay. Da steige ich nicht durch. Aber, und mit jedem Level wirst du das
Partnerlevel. Ja, genau. Das Partnerlevel dann auf Stufe 2 oder 3, ne? Aber, hast du mal geguckt, wie sehr das Ganze, das Endlevel beeinflusst? Sag jetzt mal, wenn du ein Level 1 Viech wirklich mit 4 Sternen versiehst und dann hochskillst, oder ist das wirklich egal? Ah, okay. Wäre jetzt natürlich interessant gewesen, wenn das auch irgendwie anders geht. So. Ich glaube... Okay, und so kann man dann hier durchlaufen. Nein. Okay. Das ist nett. Da kann man ja nicht meckern, ne? Alter! Obwohl, wenn du irgendwie 20, ja, okay. Aber wenn du irgendwie 20 Brutmaschinen oder so setzt, das dürfte doch auch gehen, oder? So. Nächsten setzen wir dann 1, 2, 3. Dann wirklich hier? Ja, ein weiter hier dann, ne?
Ja. Ich habe aber zum Beispiel bei Gronkh im Stream gesehen, dass du diese komischen Displays bauen kannst, ne? Und da kannst du halt auch Pals unterbringen. Dann packst du da irgendwie, keine Ahnung, nochmal 90 Stück rein oder so. Geht natürlich auch. Nee. 20? Noch höher als 30 haben? Wenn wir jetzt mal. Wir sind jetzt hier bei Y66. 96 wird das hier die Turmspitzehöhe. Also, ich brauche mal Input. Die seitlichen Türme, die ich hier plane, sollten die größer sein als der Totschädel oder kleiner? Obwohl, vielleicht macht es erstmal Sinn, irgendwie größer, ne? Jetzt weiß ich nicht. Obwohl, man könnte den Turm da erstmal irgendwie hier in der Mitte bauen. Mit dem Copy-Tool und einem Rucksack voll mit Sachen einfach hier mal ransetzen. Und dann später entscheiden, ob man weiter weg, also eher hier hin. Also so nah sollte der garantiert nicht sein. Also die eine Idee war, dass die hier auch so mit in den Berg drinne sind. Boah, ich glaube, wir müssen jetzt mal eben. So, komm, wir setzen die mal eben auf Höhe 50 und 33. Bleh. Okay, aber das passt ja, das ist mittig. Bauen die jetzt einfach mal mit, nicht mit Concrete. Nehmen wir direkt, nehmen wir einfach mal Blackstone, oder? So, wir haben die aber, hollow. So.
What's up? Also da kann ich dir dann auch nicht mehr weiterhelfen. Also nur 30 Angriffspunkte, das ist ja mal hart enttäuschend. Finde ich jetzt. So, nehmen wir das Copy and Paste. Ja, das nehmen wir einmal, damit wir es irgendwie woanders hin platzieren können. Dann nehmen wir das Copy and Paste und entleeren erstmal unser Inventar. Dann packen wir da alles voll mit. Erreichen, ne? So. Und wir brauchen White Concrete. Konkrete? So, ach, auch im Winter, okay. So. G. Safety first, den entfernen. So, jetzt ist, ich muss mal eben zwei Safety-Blöcke setzen, weil ich habe keine Lust, dass hier irgendwas mit uns passiert. So, Safety-Block Nummer 1 und den anderen setzen wir hier unten hin. So. Also... Freunde, das sieht so nice aus, dieses Copy-and-Paste-Tool. Ich hoffe nur, dass diesmal nicht der Server aufgrund von Überlast oder sowas crashen wird. Aber das ist unser erster Turm, den wir jetzt abgebaut haben und den nutzen wir jetzt gerade mal testweise, um die Position festzustellen. So. Paste. Oh ja. So. So, wir müssen ja auf... Das hier wollte ich unser Ground Level machen. Dann setzen wir den doch hier einfach mal eben als Anker rein. Hilfe. Jetzt mal eben weiter. Large Tunnel. So, und wenn wir den hier hinsetzen. Also der Turm sieht natürlich jetzt noch ein bisschen nicht so aus, wie ich den haben will. Ich weiß auch nicht, ob man den gut... Aber dann wäre der noch nicht so ganz im Berg drin, ne? Ich glaube, wenn wir den weiter in diese Richtung hier setzen...
Guck mal, da wäre der im Berg drinne. Das ist echt schwer zu entscheiden. Und vor allem sieht er so stumpf langweilig aus. Ich glaube, ich muss da nochmal gucken, ob ich noch irgendwie was anderes turmfähiges finde. Aber das hier muss auf jeden Fall unser Innendurchmesser sein, damit wir unten unsere Farm bauen können. I'm doing fine, but I'm don't buying graphic stuff. So, yeah. Aber ich glaube, das müssen wir später machen. Dann nutzen wir den hier als Dekorationsobjekt. Und bauen den erstmal wieder auf. A lot of people from England or US or a call center come in the stream and want to sell me some graphic stuff for my stream. So I let you know I don't buy anything and I don't need any graphic mods or graphics or something like that. Huh. Womit wollte ich jetzt weitermachen? Also unser Bauwerk hier wird auch immer hässlicher. Immer mehr Sachen stehen vor der Tür und ey. So, Gold ist fertig. Bienen sind auch fertig. Und Ancient Bees sind auch fertig, okay. Können wir die erstmal alle wieder wegschmeißen. Mal eben in die Base gehen. Slime. Brauchen die keine Schleimblöcke? Was ernähren die sich denn? Wow, die brauchen Blumen. So ein Kack. Torch. Gold habe ich noch nicht. Gold. Ancient. Dann passt das.
Das hier sieht auch nice aus. Mega. Dann home. So. Okay, dann entleeren wir den mal eben. Ich wollte mal eben die ganzen Sachen für... Okay. So. Leather. So, wir brauchen ja Nether Bricks. Müssen die schmelzen. Brauchen Nether Stairs. Slabs vielleicht auch. Nether Brick Frame. Walls meine ich, sorry. Fences. Die vielleicht nicht. So. Okay. Also, jetzt brauchen wir einen Stick. So. Option, Controls, Keybinds, Key, M. Oh, M. Das. Okay, Schematics. No Schematics, Black Sky. No Schematic. Okay. So. Konfigur. Okay. So, ML. Wir brauchen, das brauchen wir nicht. Mossy und Polish Andesite brauchen. Doch ML Info hat. Okay. Nether Bricks. So. Nether Bricks haben wir. Nether Brick Stairs. 99. All. Okay. Brauchen wir 55. Red Nether Bricks brauchen wir auch ein paar. Stone Buttons. Okay. Haben wir denn hier? Okay. Fans. Brauchen wir ein paar, aber nicht viele. Und Nether Stairs. So. Okay. Dann müssen wir wieder in die Konfiguration rein. Render Layers, Layers All, Single Layer, Access Y Set hier. Und Keys so. Oh mein Gott. Oh, irgendwie kommt man... Auto-Select machen. Ich weiß aber nicht mehr wie. Oh.
Okay. Lock. Lock. Ah, okay. Nee. Configuration. Block. Okay. Okay. Oh. Nice. Okay.
So. Also langsam sieht das ja ganz nice aus. Was willst du denn? Ich enthalte mich eines Kommentares.
Ups. Ja, anders kannst du es nicht mehr bezeichnen, würde ich sagen. So. Irgendwer macht hier Blödsinn mit dem Server. Oh. Ups. Ich habe vergessen, meine Journey Map zu... Backup, aber egal. Hallöle. Wird wärmer. Hier, oh. Stopp. Hi. Oh, was ist das? Hallo. Bist du auf dem Ladepad? Ja, genau. Eben meine ganzen Sachen aufladen. Boah, ist das nervig. Ja. Ach, cool. Laggt der Server bei dir auch so? Ja, ziemlich. Ja, unten ist auch ein Bug. Also, wenn du mal einen lustigen Bug sehen willst, dann komm mal mit. Also lustig finde ich es eigentlich nicht. Also spielt mir in die Karten der Bug, aber keine Ahnung, komm mal mit runter. Oh, das wird ja immer schlimmer. Und noch einen runter. Ah. Ja, genau. Und zwar habe ich gestern schon mal den Reaktor aufgebaut. Ja, moin. Schon mal aufgebaut und... Was fällt dir auf? Der lief noch nicht einmal. Der lief noch nicht einmal. Aber was fällt dir auf, wenn du ihn anguckst? Ja, der füllt sich voll mit Wasser. Ja, das ist klar. Aber der auch, der, wo, hier, guck mal, hier vorne. Siehst du da eine Fizzle Fuel Pipe? Ich nicht. Nee. Und guck mal. Hier hinten auch. Das Waste-Dingens ist auch schon voll. Gewisse, denn der hat auch schon Strom drin, ne? Obwohl hier noch gar nicht alle Pipes dran geschlossen sind. Du weißt, was ich meine. Ja. Ich glaube, sobald da Fizzle Fuel drin ist, erhitzen sich diese Brennstäbe. Okay, und dadurch macht er das schon, oder was? Ja.
Aber ich weiß nicht, warum er das Waste Barrel vollhaut. Vor allen Dingen ist hier auch noch nicht das große Upgrade in der Pipe drin, dass er, so, dass er schon so voll ist, wundert mich. Weil guck mal, wie langsam der sich jetzt eigentlich füllt. Ja. Ist ja komisch. Ja, wir haben schon mal angeordert, den Server gleich nochmal neu zu starten, weil das hat ja keinen Sinn, ey. Ja. Dein Bilder hier bei mir, der Reaktor, der macht Faxen, also keine Ahnung. Ja, also es fühlt sich eher so an, als ob irgendwo einen ganzen Haufen Items einfach rumliegen. Hm. Weil ich hab immer für... Also jetzt gerade habe ich irgendwie 56 FPS und dann ganz kurz 7. Und dann wieder 56. Ja, ich habe so 60 bis 30 momentan hier unten. Aber normalerweise habe ich 120. Ja. Aber nice. Ja, der wird ja ordentlich produzieren. Das auf jeden Fall, aber wie gesagt, spielt mir zwar in die Karten mit dem Fizzle Fuel, aber naja, keine Ahnung, das finde ich irgendwie komisch, dass der da schon, keine Ahnung, habe ich noch nie erlebt, auch mit Strom, der, was will er da generieren, so, weißt du? Ja. Da dreht sich nichts. Vor allen Dingen ist auch kein Steam drin, kein nichts. Na, vielleicht auch nur ein Anzeigefehler? Habe ich auch schon gedacht, aber wenn du das auch siehst und Calvin auch, dann ist das ja nicht von mir so, weißt du? Nee, dann kommt das direkt durchgeleitet vom Server. Ist ja bescheuert. Bei die Produktion bin ich gerade noch am Bauen. Ich habe hier schon die ganzen Maschinen, habe ich schon im Inventar hier, wie die gute alte Zentrifuge und sowas. Aber ja, die steht halt noch nicht. Der Raum wird da gerade rechts noch ausgehoben, ne? Wo wir gerade durchgelaufen sind. Ja. Oh Mann, ey. Ja, vielleicht bringt der Serverstart ja wirklich was. Also ich denke mal, hoffentlich. Dann werde ich jetzt mal alles safen gehen. Und ich denke mal dann morgen gucken, wie es dann weitergeht. Dann nutze ich die Chance, genau, Heute mal ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Okay. Wow. Gleich genau 20.30 Uhr wird neu gestartet. Haben wir auch gerade eine Information gekriegt. Ne? Genau. Und mal gucken, ob es danach weg ist. Ja, ich drück mal die Daumen. Und alles klar, gut. Ja, viel Erfolg noch. Tito. Danke, ciao. So. Denke.
So, was wollte ich denn jetzt machen? Okay. Glow. Okay, ey. So. Jetzt gucken wir mal hier unten rein. Okay. Ah. So wie vor. 20:20 Uhr. So, Ancient B. Mal eben gucken. Der erinnert sich echt nur am Netherite-Block. Productive.
wir davon noch eben fix welche rein? Vielleicht kriegen wir das in 20 Minuten hin. Ein bisschen mehr zu machen. Ich glaube, das machen wir lieber nicht. Dass da keine Schafe spawnen. Oder sonstiges. Das ist echt seltsam. Ich weiß, was wir noch eben fix machen können. Bilder. Home. So, Freunde, wir haben den Totenschädel eine Krone aufgesetzt. Wollten auch schon anfangen, einen Turm zu bauen, aber der sah nicht ganz so hübsch aus. Da muss ich mir noch was überlegen, wie man das am besten machen kann. Aber ein Turm von 17x17 ist angebracht und den könnte man dann hier in die Ecke reinsetzen und dann auf der gegenüberliegenden Seite natürlich auch in die Ecke rein, auf der gleichen Höhe, und von da aus dann mit einer Mauer nach hier vorne gehen. Und ja, aber so sieht der erstmal ganz gut aus, das Teil, würde ich sagen. Ups. Freunde, im heutigen Stream haben wir noch ein paar Bienen dazu bekommen, und zwar Bienen, Ancient Bean, Gold Bean, und hier haben wir noch Slime Bean, und alle haben jetzt schon mal das dritte Productive Upgrade einfach, und wir werden dann nach und nach in den nächsten Streams alles hier hochziehen, sodass wir ziemlich viele neu dazu bekommen und ganz viel produzieren, sodass wir die Zentrifugen hier hinten hoffentlich irgendwie mal überlasten werden. Und ja, mal gucken, was da auf uns zukommt.
danke. Wünsche ich auch. Und ja, ich denke mal, dass wir jetzt vorsichtshalber offline gehen werden. Vor allem, die starten jetzt den Server neu. Der braucht bestimmt eine Viertelstunde zum Hochfahren. Und um 21 Uhr wollte ich eh Feierabend machen. Also lassen wir uns noch in die Seele starren von unserem Totenschädel. Oh Gott, das sieht so panne aus. Ja, und ja, mal gucken, ob es morgen besser läuft, weil morgen habe ich genau pünktlich um 18 Uhr Krankengymnastik. Das heißt, ich werde morgen erst um 19 Uhr online kommen. Und ja, aber genau, wir werden das morgen mal alles ausprobieren, testen und hoffentlich läuft dann alles besser. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht, einen angenehmen Abend und dann sehen wir uns spätestens morgen und ja, gute Nacht und danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao!